Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Was haben wir gerade gehört? Und damit herzlich willkommen bei meinem Harry Potter Memories Tag. Inspiriert haben mich dabei die Potter Hearts. Das ist auch ein YouTube-Kanal und sie haben einen Tag erfunden, den ich jetzt gerne ausprobieren möchte. Und da werde ich jetzt gleich mal loslegen. Mein Beitrag zu dem Harry Potter Memories Tag. Wie war deine erste Begegnung mit Harry Potter? Also dazu muss ich erklären. Meine erste Begegnung war mit 8 Jahren. Zu meinem 8. Geburtstag habe ich den ersten Band Harry Potter und der Stein der Weisen bekommen. Und dazu das Hörbuch Harry Potter und der Feuerkelch. Und habe seitdem nicht mehr ohne dieses Hörbuch einschlafen können. Also ich habe immer vor dem Einschlafen das Hörbuch gehört und den ersten Teil gelesen. Und ja, so verbinde ich, damit verbinde ich meine Kindheit. Meine komplette Kindheit und Jugendlichkeit. Weil das so toll war, es jeden Abend zu hören und ich habe auch noch Zitate im Kopf. Und Sachen, Vorstellungen von den Büchern, von dem Hörbuch. Es kamen ja dann immer wieder Bücher dazu und Filme und ja, das war meine erste Begegnung mit Harry Potter. Wie war es für dich, als die jeweils ersten Filme oder das erste Buch rauskam? Auf die Filme habe ich mich dermaßen doll jedes Mal gefreut und auch auf die DVDs dann das zu haben und ich kann den ersten Teil von Harry Potter auswendig mitsprechen. Ich kann jedes Wort mitsprechen, weil ich den einfach so oft geguckt habe. Ja, das war auch mein Güte, Harry Potter, ja. Das ist so ein Kapitel in meinem Leben. Ich nenne es oft meine Religion, weil es einfach so ist. Ich lebe danach. Und ja. Aber ich habe mich jedes Mal riesig gefreut, als jeweils das neue Buch und der neue Film rauskam. Ja, also die Vorfreude steigte, als der 6. Teil rauskam, als der 7. Teil rauskam. Ja. Ja. Ich habe mich jedes Mal wirklich riesig, wahnsinnig gefreut. Wenn es kam. Nächste Frage. Wie war es für dich, als das letzte Buch erschien? Weil wir es gerade angesprochen haben, als der 7. rauskam, das 7. Buch rauskam. Ich hatte so gemischte Gefühle. Ich dachte, okay, jetzt weißt du endlich, wie es weitergeht oder wie es zu Ende geht. Und ich muss ehrlich sein, ich habe, als ich den letzten Band in der Hand hatte, als erstes, was ich getan habe, ich habe hinten ein bisschen gelesen, ein bisschen vorgeblättert und habe sehr unglücklicherweise in einem Kapitel Halt gemacht, als Harry tot war. Und ich dachte mir, oh mein Gott, du musst dieses Buch unbedingt lesen. Und dann habe ich es auch unbedingt gelesen. Und ich verbinde mit dem 7. Teil und mit dem 6. Teil so viele Erinnerungen, was Bücher lesen und viel Bücher lesen und Bücher nochmal lesen angeht und vorstellen. Und bah. Ja, dann, das war sehr aufregende Zeiten. Ja. Aber ich habe, wie gesagt,
gemischte Gefühle gehabt, aber es hat sich gelohnt, den 7. Teil zu lesen und ich würde ihn jetzt 1000-mal lesen. Ich habe ihn übrigens auch auf Englisch, aber nur den 7. Teil, weil ich das Cover übelst toll finde. Ja, nächste Frage. Wie war es, als der letzte Film erschien? Wiederum gemischte Gefühle, es waren ja 2 Teile. Ja, als der erste Teil vom 7. Teil rauskam, dachte ich mir, oh mein Gott, wo teilen sie? Wo wird geteilt? Und ich dachte, wie bauen die den auf? Und oh mein Gott, jetzt geht's ins Finale. Ich habe mich mega gefreut, ich fand's mega traurig. Es ist einfach so, ja, es geht was zu Ende. Aber es war super und alles meine Zufriedenheit, ja. Aber es ging halt zu Ende. Ja. Aber als dann der letzte Teil kam, ich war ja dann im Kino mit meiner Freundin im Triple. Also wir haben 23 Uhr oder 22 Uhr noch was den ersten Teil geguckt. Vor dem 7. Teil. Und dann um 0 Uhr die Preview vom letzten Teil. Harry Potter 7.2. Ja! Und ich habe so geweint zum Schluss. Ich habe so geweint. Ach, war etwas Schönes, Tolles zu Ende gegangen ist. Ja, aber man hat ja seine Erinnerungen, die dir vorliest und die Bücher, ne? Nächste Frage. Was verbindest du mit Harry Potter? Mit Harry Potter verbinde ich meine komplette Kindheit, meine Schulzeit, Musik, mächtig viel Musik, Soundtracks, Ideen, Fantasie, alles eigentlich. Und ein Lied verbinde ich mehr und mehr mit Harry Potter, weil ich den 7. Teil gelesen habe, ich das Lied gehört habe und es so passte in die Situation, als Ron, Harry und Hermine sich streiten und Ron geht und er doch eigentlich merkt, dass Hermine im Zwiespalt ist und deswegen Ron, Go Home Without You von Maroon 5 ist für mich einfach in dieser Situation. Ich denke bei dem Lied immer an den Film, an das Buch, an die Situation, als ich das Buch gelesen habe. Ja, das verbinde ich sehr mit Harry Potter. Und sonst eigentlich alles, was in meiner Schule passiert ist, was in meinen Kindern passiert ist. Einige Orte in Naumburg, wo wir Harry Potter nachgespielt haben. Die Peitschende Weide zum Beispiel, das ist ein ganz besonderer Baum in Naumburg. Da denke ich mir, oh mein Gott, das verbinde ich total mit Harry Potter. Oder einfach Zaubersprüche oder irgendwas. Ja, das eigentlich verbinde ich ganz, ganz viel mit Harry Potter und auch jetzt noch. Wo ich mir sage, warum wollte ich immer rote Haare haben, ja? Also ich wollte unbedingt ein Weasley sein. Ja, zum Beispiel. Das zum Beispiel. Oder nicht unbedingt denke ich auch bei roten Haaren dann gleich an die Weasleys. In meinem Fall ja schon, aber ich finde auch Lily schön. Ich finde Lily wahnsinnig schön, wahnsinnig klug und wahnsinnig toll. Es ist einfach, dass ich die roten Haare und allgemein alles, was mit roten Haaren zu tun hat, mit Weasleys oder Lily Potter vergleiche. Und mit der Geschichte des Prinzen auch, die mich sehr, sehr berührt hat und ein völlig neues Bild von einer Person, wo du denkst, oh mein Gott, die hast du mal gehasst und dann auf einmal erfährst du sowas und das ist wahnsinnig toll. Ja, bevor ich hier ausschwinge, gleich die nächste Frage. Was hast du Harry Potter zu verdanken? Was habe ich Harry Potter zu verdanken? Das ist eine gute Frage. Und zwar eine sehr tiefe Freundschaft. Auch wenn es jetzt nicht mehr so ist, aber
mit der damaligen besten Freundin aus Naumburg, mit der verbinde ich einfach, oder die verdanke ich Harry Potter, weil sie war mit mir im ersten Teil und ich konnte mit ihr alles teilen. Wir haben Harry Potter nachgespielt, wie ich es gerade schon gesagt habe, im Duellierclub, ja. Das ist Wahnsinn. Ja, das habe ich Harry Potter zu verdanken und eine Menge Fantasie und glaube einfach, dass alles bald toll wird oder auch an Magie und alles sowas. Also das ist schon ein ganz schöner Brocken, der da auf einen herabfällt, wenn dann Herr Potter und Fernsehen läuft zum Beispiel. Ja, ich fange gleich an zu heulen. Bevor ich jetzt anfange zu flennen, machen wir noch die nächste Frage. Was sind deine tollsten Erlebnisse mit Harry Potter? Meine tollsten Harry Potter-Erlebnisse. Da fange ich gleich mal an, mit dem ersten Teil auf Videokassette rückwärts zu gucken. Ich meine, ja, okay, das ist jetzt nicht unbedingt ein super tolles Erlebnis gewesen, aber es ist wahnsinnig witzig. Ja. Oder zum Beispiel das Triple im Kino, das war ein tolles Erlebnis. Den ersten Teil zu gucken, die Bücher zu lesen, ich kann gar nicht aufhören. Die tollsten Erlebnisse in Harry Potter. Ja, Leute zu treffen, die genauso auf Harry Potter erfahren und einfach sich mal so zu verkleiden oder. Ja, das ist halt einfach. Es gibt so viele tolle Momente, in denen Harry Potter in meinem Leben einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass es witziger wurde. Und ja, die tollsten Erlebnisse. Das ist einfach fast alles in meiner Kindheit, wenn man das so sagen kann. Ich habe hier noch, weil ich es ja gerade hier die ganze Zeit auf dem Schoß habe. Weil ich die ganze Zeit am Knuddle. Aus dem Buch habe ich übrigens auch gerade den Brief vorgelesen. Ja, ich war natürlich total scharf auf das Buch, weil ich halt die Requisiten so toll fand. Hier sind ja einige drin. Denkst du dir, zum Beispiel das Programm von der Quidditch-Weltmeisterschaft. Von der Quidditch-Weltmeisterschaft verbinde ich ja ziemlich viel, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, war ja das Hörbuch ein großer Teil meiner Kindheit und meines Einschlafrituals von früher, ne? Ja. Und deswegen, also, das Buch ist einfach toll. Es gibt ja eine Fortsetzung davon, wo dann vom 7. Teil 2.0 noch Sachen drin sind, die habe ich nicht. Ich bin ja gedacht, weil du alles auch doppelt hast. Lässt es dann mal nur. Und ja. Dann mache ich mal Schluss mit meinem Tag. Bevor es hier noch in Arbeit ausartet. Was jeder weiß, was das ist. Das ist toll. Ich wollte mir die echte noch kaufen. Nee, nicht. Aber die echte Nachstellung, das ist Wahnsinn. Ja, hier fehlt eine Frage, fällt mir gerade ein. Ich meine, es geht ja sehr um die persönliche Meinung in diesem Harry Potter Memories Tag. Ich würde jetzt einfach meine Frage hinzufügen. Und die ich tagge, können ja diese Frage auch weiterführen. Oder vielleicht sich noch eine Frage ausdenken, die dazu passt, zu dem Tag. Meine Frage, die ich noch hinzufüge, ist einfach, welcher Charakter hat euch in euren Erlebnissen, in eurem Leben vielleicht inspiriert oder ja, weitergebracht? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass es
letztlich Lilly war, die mich jetzt zu dem Menschen in den letzten Jahren gemacht hat, oder in den letzten Jahrzehnten, die ich jetzt bin. Bei mir ist das Lilly. Einfach Lilly. Und ja, wie gesagt, wer die Frage beantworten möchte und noch weitere hinzufügen, das wäre ja auch mal ganz cool, kann das gerne tun. Ja. Das war's von meinem Harry Potter Tag. Nicht von meinem, von den Potterheads ist ja der, den habe ich vorhin schon erzählt, aber. Ich habe ihn gemacht. Ja. Gut. Dann habt noch einen schönen Sonntag. Und genießt noch ein bisschen das Wetter. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Unterwegs-Intesser-Video. Tschüssi.